Damit fuhren wir früher zur Arbeit, zur Schule und besuchten die Verwandten. Mit so einem Bus ist so ziemlich jeder aus der ehemaligen DDR einmal mitgefahren. Den Icarus 283, der den Spitznamen Schlengi trug, sieht man heute nicht mehr an jeder Ecke. Es war der Bus der Kindheit vor und nach der Wende. Die Drehplatte war ein echtes Faszinosum. Erst beängstigend, dann herausfordernd. Das Motorengeräusch, das Schließen der Falltüren mit dem typischen und wie der Busfahrer immer den Motor mit seinen ellenlangen Schaltknüppel umrührte, sind mittlerweile Erinnerungen, die teilweise schon mehr als 30 Jahre alt sind. Es soll schon vorgekommen sein, dass im Schlenkenteil während der Fahrt plötzlich eine der Türen mangels Druckluft aufging. Da haben natürlich alle nicht schlecht geguckt. Die Sitzanordnung war quasi geregelt. Die Verspielten saßen hinten, weil es so schön schaukelte. Die Gestressten saßen gleich vorn und die Coolen standen im Gelenk. Natürlich ohne sich festzuhalten. Wir befinden uns hier in einem Icarus 280, Baujahr 89, ist bis zum Schluss bei der PVNG gefahren, das ist die Merseburger Rahmen, im Verkehrsbetrieb. Dann wurde der von einem Privatier gekauft, stand er jahrelang bei ihm auf dem Hof. Und wir haben ihn dann gekauft und wieder aufgebaut. Das ist ein Sechsgang mit 192 PS, 53 Sitzplätze plus Fahrer, inklusive Stehplätze hat er eine Kapazität von 63 Personen. Das Fahrzeug ist eine Landausführung, die wurde auch eingesetzt beim Nahverkehr Kramarktstadt, waren aber nur wenige, 10 Stück sind da eingesetzt worden, die sind auch hier Linie gefahren. War damals, wie man sieht, hat es ja nur 2 Türen. Und eine große Kapazität, war damals immer, dass wir auf die Fahrgäste angewiesen waren, auf das Verständnis der Fahrgäste, dass die eben dann ausgestiegen sind, den Leuten Platz gemacht haben, die aussteigen wollten und auch genauso wieder nachgerückt sind, dass die Leute, die raus wollten und rein wollten, immer in der richtigen Reihenfolge gestanden haben. Und als Fahrer musste man darauf achten, man ein kleines bisschen länger warten. Was eben halt länger gedauert hat, wie bei 4-Türigen, wo eben hier noch eine Tür war und ganz hinten noch eine Tür war. Hier hat der Fahrgastwechsel länger gedauert. Die Busse in der DDR fuhren auch nicht immer pünktlich. Es fiel nur kaum auf. Man wartete einfach kurz auf die nächsten. Die Pünktlichkeit hat damals eine untergeordnete Rolle gespielt, weil wir eine sehr dichte Taktung gefahren sind. Es gab Linien, zum Beispiel im Heckert-Gebiet, da sind wir auf Sicht gefahren. Also wenn der erste Bus an der nächsten Haltestelle war, ist der nächste losgefahren, weil so ein hohes Fahrgastaufkommen war. Es war ein Neubaugebiet, dicht besiedelte, viele Einwohner. Da war es notwendig, dass wir dann wirklich sehr oft sehr dicht hintereinander gefahren sind. Und da war es auch mit der Pünktlichkeit. War untergeordnet, weil dem Fahrgast hat es wenig interessiert, wenn er einen Bus verpasst hat. 5 Minuten später war der nächste da. Ist nicht wie heute, wo 20 oder 30 Minuten Abstände sind. Natürlich ging auch ab und zu mal ein Bus kaputt oder verunfallte. In so einem Fall hat es nicht lange gedauert, bis man sich diesen Bus annahm, um ihn schnellstmöglich wieder auf die Straße zu bringen. Es gab damals schon ein Abschleppfahrzeug, also ich war damals in der Werkstatt, ich habe 1978 angefangen beim Nahverkehr als Kfz-Elektroniker, Elektriker war es damals noch. Und die Werkstatt hatte ein Abschleppfahrzeug, wurde informiert, dass ein Bus irgendwo steht, ist rausgefahren, hat das Fahrzeug geborgen, in die Werkstatt gebracht und dort wurde das auch zeitnah repariert, weil die Fahrzeuge wurden alle gebraucht, also es war nicht so, dass große Reserven da waren, es wurde alles gebraucht. Die Ersatzteilbeschaffung war damals also manchmal sehr angespannt. Ich kann mich erinnern, dass es mal eine Zeit gab, da gab es kleine Reifen. Da standen Fahrzeuge auf Holzklötzern aufgebockt, weil wir die Reifen, die noch gut waren von dem Fahrzeug, auf andere Fahrzeuge verbaut hat. Also so, dass wir dann immer eine Zeit lang noch genügend Fahrzeuge hatten. Viele Ersatzteile wurden auch selbst hergestellt. Also in den umliegenden Betrieben hat man den Versuch, Rohlinge oder irgend sowas zu produzieren und wir haben sie dann nochmal fertig gemacht für das fertige Produkt, zum Beispiel Bremswellen wurden damals oder Bremstrommeln, die wurden im Erzgebirge hergestellt. Die wurden damals, also es wurde regional versucht, vieles herzustellen und
man hat versucht, auch vieles zu reparieren. Also es gab eine Motoreninstandsetzung, also fast jedes Teil wurde instand gesetzt oder versucht instand zu setzen. Als man sich für 5 Mark noch Fahrscheine für mehrere Wochen kaufen konnte, war der Bus und auch die Straßenbahn für viele Stadtbewohner eine echte Alternative zum Auto. Freilich spielte damals mit großer Wahrscheinlichkeit der Umweltgedanke eine eher untergeordnete Rolle, denn Erdöl und Devisen waren so knapp, dass man verstärkt auf den ÖPNV setzte. Ja, es gab eigentlich, also ich kann nur für Karl-Marx-Stadt sprechen, weil hier bin ich aufgewachsen. Hier war das so, dass 20 Pfennige war die Straßenbahnfahrt, egal wohin, wie lange, von wo, und 25 Pfennige war der Bus. Also es war staatlich subventioniert von den Einnahmen, die in Verkehrsunternehmen existieren. War mehr symbolisch. Einmal angeschafft, musste so ein Bus in der DDR im wahrsten Sinne des Wortes von Anfang bis Ende durchhalten. Die sind von meinem Gefühl her gefahren, bis es wirklich nicht mehr ging. Also die sind gefahren, bis sie dann sehr verschlissen waren. Dann wurde nochmal eine GR gemacht. Die wurde hier regional in Plauen gemacht. In Halle gab es ein Unternehmen, die die Fahrzeuge grundhaft wieder in Stand gesetzt haben. Und also mir ist es nicht bekannt, dass von den 280ern oder 260ern jemals einer verschrottet wurde. Also die wurden immer wieder aufgebaut. Es sei denn, die waren durch einen Unfall so demoliert, dass es wirklich keinen Sinn mehr gemacht hat. Alles hat man wieder aufgebaut. Busfahrer war man damals wie heute mit Leib und Seele. Frank erzählt, wie es dazu kam, dass er Busfahrer wurde. Sicherlich heute kaum noch vorstellbar. Also ich habe 1978 im Nahverkehr angefangen, habe meine Lehre dort gemacht als Kfz-Elektriker und im Anschluss hatte man die Möglichkeit, über das Unternehmen einen Busschein zu machen. Und es war damals schon so wie jetzt, dass Busfahrer gebraucht wurden. Also es war Mangelware. Und da war es ziemlich einfach, einen Busschein über das Unternehmen zu machen. Und dann konnte man zusätzlich zu seiner Arbeit fahren. Also im Überstundenbereich bin ich gefahren. Wir hatten dann selbst in der Werkstatt 12 Busse, direkt in der Werkstatt, wo nur Werkstattpersonal drauf gefahren ist. Dort sind wir dann gefahren. Oder wir wurden delegiert, wenn Notstand war, in den Fahrdienst und sind dann mal ein Viertel oder ein halbes Jahr lang im Fahrdienst gefahren. Also ich bin aktiv schon zu DDR-Zeiten auf den Fahrzeugen gefahren. Die wurden dann auch nach der Wende noch bis Mitte der 90er Jahre gefahren, bis hier in Chemnitz, war dann Chemnitz, die Straßenbahnlinie 4 fertiggestellt wurde und dann wurden die Icarus-Verkehre eingestellt. Und bis dahin sind wir damit gefahren. Wir hatten das große Vergnügen und durften für unsere Aufnahmen exklusiv eine Runde durch Chemnitz drehen. Was damals so alltäglich war, ist heute definitiv ein kleines Abenteuer in dieser Zeitmaschine. Die Gerüche, der Klang, die Vibrationen, alles längst vergessen und trotzdem sofort wieder da. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich und hoffe einmal mehr, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ihr den Retro-Kanal unterstützen möchtet, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Das wäre Orst. Bis bald, euer Jan.